eine Randnotiz. Ein harter Check hier gegen Zehnder von Eder, der da im Gesicht getroffen wurde, ganz offensichtlich. Allerdings da nichts gepfiffen. Auf den ersten Blick nach einem Zusammenprall aus. Da kommt natürlich eine Wand mit Eder. Dann Spielunterbruch. Bin ich ganz sicher, ob es da bei Zehnder auch nicht so gut ausschaut. Schauen wir noch einmal. Zehnder, dann kommt hier. Ah, das war der Stock ins Gesicht. Ja, hoher Stock von Eder grundsätzlich. Müsste eine Strafe geben, allerdings im Moment nicht gepfiffen worden und deswegen kann man hier auch nichts. Nicht nachträglich was pfeifen. Ich bin nicht sicher, ob es eine Kommunikation gab von den Schiedsrichtern untereinander. Deswegen hier Marc Wiegand dann abpfiff. Keine böse Absicht von Eder. Aber hatte da sein Arbeitsgerät nicht unter Kontrolle. Und tatsächlich, sie wollen sich eine große Strafe noch einmal anschauen. Also muss der Linienrichter was gemeldet haben, dass er da eine große Strafe gesehen hat. Ansonsten dürfen sie sich das gar nicht erst anschauen. Ja, also 2 Minuten können sie geben, müssen sie sogar. Aber die Schiedsrichter haben es selber nicht gesehen. Diese. Das ist ein hoher Stock, wir wollen diskutieren. Ja, so 4 Minuten, ne? Ja, ja genau. Schon gut für euch. Ja, 4 Minuten. Heißt Zeit zurück. Zeit wird zurückgestellt, 2 plus 3 Strafminuten. Okay, ja. Das dauert, leider ist jetzt, oder? Leider ist jetzt die Zahl 04, oder? Also 2 Minuten, gar keine Frage, die ist offensichtlich. Dass es 2 plus 2 gibt, darüber kann man diskutieren. Ich möchte sie zurückstellen. Das kann natürlich dann der Game Changer sein. In dieser Partie, diese insgesamt 4 Minuten Unterzahl. 2 Powerplays verstrichen, da ohne Tor zugunsten der Zürcher. Jetzt aber, wie sich die Strafe noch einmal anschauen. Eben, es war eine große Strafe, es muss eine angezeigt werden. Das war es auch von den Linienrichtern da wohl mitgeteilt worden. Ansonsten dürften sie sich das gar nicht erst anschauen. Und bei hohem Stock ist 2 plus 2 auch eben eine große Strafe. Antanes versucht sich so gut wie möglich im Griff zu halten, aber eben, gar keine Frage, hoher Stock, ja. Das bedingt eine gewisse Diskussion, die es nach sich zieht. Es wurde viel laufen gelassen schon heute, man hatte schon einige Szenen gesehen, wo man auch Strafen hätte pfeifen können, auf beiden Seiten, gar keine Frage. Hier eben, weil eine große Strafe angezeigt, können Sie sich es noch einmal anschauen gehen. Und da sehen Sie eben diesen hohen Stock, auch wenn nicht absichtlich, aber eindeutig genug. Und zum Mittelzahl also die Lions mit bis zu 4 Minuten Überzahl.